Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Barlog. Werkstoffe und Lösungen aus Kunststoff. Und Arburg für effizientes Spritzgießen. Herzlich willkommen zu den PlusTV News. Wir berichten über Aktuelles aus der Kunststoffindustrie. Mein Name ist Guido Marischall. W&H beruft neuen Vorstand. Dr. Falco Päpenmüller übernimmt zum 1.4. die neu geschaffene Position des Chief Technology Officer beim Maschinenbauer Windmüller und Hölscher. Er trägt zukünftig die Verantwortung für die drei Geschäftsbereiche Extrusion, Druck und Verarbeitung. Erema Group übernimmt 60% an Plasmag. Zum 1. Januar 2019 hat die österreichische Erema Group 60% am Recyclingmaschinenhersteller Plasmag übernommen. Die restlichen 40% hält die Syncro Group, ein in Italien ansässiger Hersteller von Ausrüstungen für die Blasfolienindustrie. Plasmag ist seit 1994 weltweit als Hersteller von Recyclinganlagen tätig. Krauss Maffei erweitert Management. Der Maschinenbauer verstärkt sein Management um die neu geschaffene Funktion eines Chief Operations Officer. Dr. Michael Ruf wird in dieser Funktion zum 1. April am Standort München Mitglied des Executive Committees. Derzeit besteht dieses aus CEO Frank Stieler, CFO Harald Nippel und den Leitern der vier Geschäftsbereiche Spritzgießtechnik, Extrusionstechnik, Reaktionstechnik und Digital Service Solutions. In seiner Rolle als COO übernimmt Michael Ruf unter anderem die Führung dieser vier Geschäftsbereiche. Schwache Erwartungen an das erste Halbjahr 2019. Nach 4 Jahren des Aufschwungs sind erste Anzeichen einer Konjunktureintrübung in der deutschsprachigen Kunststoffbranche sichtbar. Die Erwartungen an das erste Halbjahr 2019 fallen entsprechend zurückhaltend aus, berichtet der Branchendienst KI Kunststoffinformation. 23% der Befragten gehen von einer Verschlechterung ihres Geschäfts aus. Allerdings sehen 29% der Unternehmen sogar noch eine Verbesserung ihrer Geschäfte voraus. Die größte Herausforderung 2019 stellt laut der KI-Umfrage erstmals die Personalsuche dar. Am meisten Sorgen bereiten den Unternehmen die Entwicklungen rund um Brexit und US-Protektionismus. Samsung führt umweltfreundliche Kunststoffverpackungen ein. Der südkoreanische Technologiekonzern will noch in diesem Jahr Maßnahmen ergreifen, um Kunststoffverpackungsmaterialien zu ersetzen. Ab dem ersten Halbjahr 2019 sollen Verpackungen durch umweltfreundliche Materialien wie recycelte oder biologisch abbaubare Kunststoffe ersetzt werden. Bis 2030 will der Elektronikriese 500.000 Tonnen recycelte Kunststoffe verwenden. Das waren die PlusTV News für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.